Hallo, mein Name ist Markus Jung von fernstudiuminfos.de und heute möchte ich euch die Ergebnisse der Strukturdaten Distance Learning, Distance Education 2017 vorstellen, die vormals als Fernunterrichtsstatistik bekannt war. Zum zweiten Mal wurde diese vom Bundesinstitut für Berufsbildung, dem BIP, erstellt und jetzt als Fachbeitrag im Internet veröffentlicht. Autorin ist Angela Fokulin. So, dann schauen wir hier mal rein, hier auf dem Startseite, auf dem Cover quasi dieses Berichtes. Und ja, hier ist das Inhaltsverzeichnis, der Überblick. Also es wird nach einer Einleitung das methodische Vorgehen erläutert. Einige Begriffe werden da auch geklärt, das schauen wir uns gleich an. Und dann stehen natürlich die Ergebnisse dieser Strukturdaten im Mittelpunkt, wo auf den Rücklauf eingegangen wird, dann auf die Bereiche Distance Learning, Distance Education und das Ganze ist quasi Unterscheidung nach dem weiterbildenden Bereich und dem akademischen, dem Hochschulbereich. Es gibt Infos zu den Teilnehmerzahlen etc. Am Ende noch Literatur und die Zusammenfassung. Ja, es gibt etliche Abbildungen und Tabellen, die wir gleich noch sehen werden. Hier werden ein paar Abkürzungen erläutert. So, und dann steht hier das Wichtigste in Kürze, darauf möchte ich eingehen. Das Ganze bezieht sich auf den Berichtszeitraum 2016, also den 1.1. bis 31.12. beziehungsweise im akademischen Bereich auf das Wintersemester 2016-2017. Es wird darauf hingewiesen, wie ich es gerade schon erwähnt habe, dass an die frühere Fernunterrichtsstatistik angeknüpft wird und zum Teil werden auch daraus Daten zum Vergleich herangezogen. Ja, dann wird hier noch ein bisschen erläutert, warum es eine Revision gibt der bisherigen Fernunterrichtsstatistik, was insbesondere hier auch mit Entwicklung der gesellschaftlichen Digitalisierungsprozesse begründet wird, der Öffnung der Hochschulen im Kontext des Bologna-Prozesses, ja, und auch allgemein von Veränderungen, die sich so im Bildungsbereich ergeben haben. Ja, in der Einleitung wird besonders darauf hingewiesen, dass es gar nicht mehr so einfach ist, genau festzustellen, was jetzt eigentlich Fernstudium ist, dass sich da einige Verschiebungen auch ergeben haben. Es wird hier noch darauf eingegangen, was laut ZFU, also der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln, so der Fernunterrichtsbegriff ist, denn da muss mindestens 51% das Ganze aus der Ferne erfolgen, eine Definition dazu. Wen das weiter interessiert, der kann das ja dann auch selbst nachlesen. In dieser Bericht steht auch kostenfrei zur Verfügung. Ich verlinke den mit hier in der Beschreibung zum Video und auch bei fernstudiuminfos.de. Ja, es wird dann hier das methodische Vorgehen erläutert und auch die Ziele, die mit dieser Studie auch verfolgt werden. Also die Datenqualität soll erhöht werden und andererseits soll aber auch die Anschlussfähigkeit an die bisherigen Ergebnisse gewährleistet bleiben. Außerdem soll es auch Vergleichsmöglichkeiten geben mit anderen Statistiken, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ganz wichtig ist dann hier dieser Bereich, wo erläutert wird, dass der Begriff Distance Education eingeführt worden ist für diesen Berichtszeitraum 2016 und dass das Ganze in drei Bildungsformate ausdifferenziert wird. Diese Definitionen sind wichtig, weil die ansonsten auch durchaus schon mal anders verwendet werden, die Begriffe. Unter Fernstudium im Sinne dieses Berichtes werden Fernstudienangebote mit einem Präsenzanteil unter 50% verstanden. Unter Blended Learning werden Fernstudienangebote mit einem Präsenzteil über 50% verstanden und schließlich als reines Online-Lernen werden Fernstudienangebote ohne Präsenzanteil verstanden. Außerdem wird hier auch genau erläutert und noch weitere Begrifflichkeiten, was die Teilnehmer angeht. Und zwar einmal wird von Fernstudierenden gesprochen. Das sind Teilnehmer, die in akademischen Studiengängen immatrikuliert sind, also Angebote von Hochschulen. Als zweites, wenn von Teilnehmern die Rede ist, dann sind Personen gemeint, die auch eine akademische Studien belegen. Also an Hochschulen etwas machen, was allerdings nicht zum Abschluss zum Erwerb eines akademischen Grades wie Bachelor, Master, teilweise vielleicht auch noch Diplom führt. Letztlich werden hier die Zertifikatsangebote genannt. Das sind Studienangebote, die nicht auf den Erwerb eines akademischen Grades abzielen. Dazu können aber auch Akademiestudien oder einzelne Modulbelegungen gehören.
Ja, dann wird hier noch auf die Stichprobenziehung eingegangen und ja, was alles mit umfasst worden ist, welche Kooperation es dazu gab, um weitere Informationen zu haben, wie dann halt letztlich diese Befragung stattgefunden hat. Insgesamt ist es so, dass 431 Institute in die Erhebung einbezogen waren, und zwar 344 Bildungsanbieter, also nicht akademische Anbieter, und 87 Hochschulen. Letztlich hat sich gezeigt, dass bei einem Anbieter das gar nicht in diesen Bereich hineinpasste, sodass die bereinigte einbezogene Stichprobe dann 430 Institute umfasst hat. Immer noch die 344 Bildungsanbieter und dann 86 statt der 87 Hochschulen. Durchgeführt wurde die Befragung im Zeitraum 1. März bis 31. März diesen Jahres, also 2017, und es gab dazu auch noch Nachfassaktionen. So, soweit jetzt erstmal ein paar Hintergründe. Jetzt geht es schon in die Ergebnisse, und zwar erstmal in die Rücklaufquote. Diese wird auch im Zeitverlauf gezeigt. Früher wurde die Studie mal, die Fernunterrichtsstatistik mal durch die STATIS, also das Statistische Bundesamt, erstellt, dann mal durch das DIE, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, dann lange Zeit durch das Forum Distance E-Learning, den Fachverband im Bereich Fernstudium, und jetzt zum zweiten Mal durch das Bundesinstitut für Berufsbildung. Man sieht hier jeweils die Stichprobengröße, die jetzt besonders groß ist im Vergleich zu den Vorjahren. Hier auch den Rücklauf, einmal absolut und halt hier auch in Prozent, und sieht, dass das ja, es schon Jahre gab, in denen es wesentlich höheren Rücklauf gab, aber insgesamt die Quote jetzt recht ordentlich ist, ungefähr ein Drittel, und auch schon schlechter war. Ja, was dann eine Zahl ist, oder was dann Zahlen sind, die auch mit großem Interesse sicher schon erwartet worden sind, das ist hier in der Abbildung die Anzahl der Teilnehmenden und Fernstudierenden. Und zwar auf der einen Seite der Bereich Fernlehrgänge, also nicht akademische Angebote, und auf der anderen Seite hier die Fernstudierenden an Hochschulen. Man sieht, das hat sich mittlerweile nach dieser Auswertung ungefähr die Waage gehalten. Das sah in den Vorjahren noch ganz anders aus bei den Studien, die noch erstellt worden sind durch das Forum Distance E-Learning. Also das Ganze ist dann nochmal unterteilt, die beiden großen Blöcke, halt einmal die Teilnehmenden an zulassungspflichtigen Fernlehrgängen, andererseits die Fernstudierenden. Dann gibt es hier noch Zertifikatsangebote an Hochschulen, auch nochmal ein, ja, gar nicht ganz so kleiner Teil, auch wenn es hier gemessen an den Gesamtteilnehmerzahlen nur ein kleines Tortenstückchen ist, knapp 17.000 Teilnehmer, und hier noch ein Teil Teilnehmende an zulassungsfreien Fernlehrgängen, die hier ausgewiesen sind. Hier geht es dann noch um die Rechtsform, also öffentlich-rechtliche Anbieter, privatwirtschaftliche Anbieter, und zwar hier bezogen Distance Learning, womit ja der nicht-akademische Bereich gemeint ist. So, dann geht es hier darum, welche Bildungsformate angesetzt worden sind, mit einem Präsenzanteil von mehr als 50%, wie sich das verteilt. Und in der nächsten Auswertung geht es um die Bildungsanbieter nach der Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiter, wie sich das Ganze verteilt. Wie gesagt, wer das im Detail interessiert, würde ich empfehlen, dann einfach sich die Studie selbst mal anzugucken. Ich möchte ja nur einen kleinen Überblick hier bieten, sonst wäre das einfach zu umfangreich. So, dann können wir uns das hier auch angucken. Tätigkeiten des festangestellten Personals, wie sich das Ganze verteilt auf Administration, Erstellung des Lehrmaterials etc. So, hier wird dann halt nach der Größe unterschieden, was die Anzahl der festangestellten Mitarbeiter angeht. Sieht man, die meisten hier sind im Bereich bis 10 Mitarbeiter, wobei das rückläufig ist die letzten Jahre über. Ja, dann wird hier auf die freiberuflichen Mitarbeiter eingegangen. Auch hier wieder, in welchen Bereichen diese tätig sind. Hier verzichte ich jetzt mal darauf, das Ganze zu drehen. Und auch hier wieder die Größenzuordnung nach der Anzahl der freiberuflichen Mitarbeiter. Auch da die meisten hier im Bereich bis zu 5. Da nehmen wir, und das ist freie Mitarbeiter, also der Anteil ist sogar noch größer geworden. Ja, dann gibt es hier noch eine Unterscheidung nach der Anzahl der Teilnehmenden. Auch hier eine Entwicklung über die Jahre hinweg. Und es gibt dann hier um Kooperationen, die stattfinden, um zum Beispiel IHK-Abschlüsse am Ende zu vergeben oder auch über Verbände und Kammern dann im Rahmen von Kooperationen Abschlüsse erwerben zu können, im Anschluss an die Fernlehrgänge. Ja, dann geht es hier um den Umfang des Angebotes. Da sieht man der Anzahl all der Anbieter, die nur 1 bis 10 Kurse im Angebot haben, ist etwas zurückgegangen und die Verteilung so ein bisschen verändert. Dann geht es hier um die Themenbereiche, auch dort wieder ein Zeitvergleich.
angegeben. Besonders viele Fernlehrgänge sind zum Beispiel aus dem Bereich Wirtschaft, kaufmännische Praxis, auch Gesundheit, Pflege und Ernährung, so ein gewisser Zuwachs kommt über 10%. Andere, die so an die 10% kommen, hier noch Technik, Logistik, Bauwesen. Ja, und Schulabschlüsse, die ja eigentlich schon oft eine gefühlt große Bedeutung haben, wo es auch viele Rückfragen zu gibt, kommen hier gerade mal auf 3,3%. Dann geht es hier um die Abschlüsse. So, also von Schulabschlüssen bis zu auch wieder wirtschaftlichen Abschlüssen wird das hier nochmal differenziert und dann auch danach, wer diese Abschlüsse vergibt, was halt auch für viele ganz interessant ist. Also öffentlich-rechtliche Abschlüsse, Schulabschlüsse, Verbandszertifikate, Institutseigene Prüfung oder halt auch Teilnehmerzertifikate ohne Prüfung. Da wird dann deutlich, dass gut ein Drittel Teilnehmerzertifikate sind ohne Prüfung und mehr als 42% Institutseigene Prüfung sind. Die sind noch dann einen etwas größeren Anteil der öffentlich-rechtlichen Prüfung und das andere ist dann eher geringfügig hier dabei. So, das Ganze wird auch hier nochmal in einer Tortengrafik dargestellt, wo das nochmal deutlicher wird, dass der überwiegende Teil institutsinterne Zertifikate sind, halt mit oder ohne Prüfung hier dann zusammengefasst. Als nächstes machen die öffentlich-rechtlichen Prüfungen, auch da hier zusammengefasst 21% noch aus, 10% gut sind Schul- bzw. Fachschulprüfungen und ein kleiner Teil sind dann verbandsinterne Prüfungen. Ja, hier geht es um die Dauer der Fernlehrgänge. Okay, ja, dann geht hier nochmal die Dauerunterschiede, auch nach den einzelnen Bereichen gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und hier, das ist ganz interessant, auch weil das nachher auch mal bei den akademischen Angeboten kommt, eine Zuordnung zu den verschiedenen Stufen des DQRs, also des deutschen Qualifikationsrahmens. Angefangen von der Stufe 2 bis hier bei einigen Bereichen hin zur Stufe 7. Da gibt es ja viele Diskussionen auch, was so die Gleichwertigkeit angeht, die ja durchaus unterschiedlich ist zur Gleichartigkeit. Und trotzdem ein Vergleich halt teilweise stattfindet zwischen akademischen und außerhochschulisch erworbenen Abschlüssen dann dabei. Sicherlich auch für einige recht interessant. Hier das Ganze nochmal in Prozent dann angegeben. So, hier wird noch auf die zulassungsfreien Fernlehrgangsangebote eingegangen. Das nochmal weiter differenziert, warum die denn nicht zulassungspflichtig sind. Also zum einen die reinen Hobbylehrgänge, die nur registriert werden müssen bei der ZFU. Das Firmengeschäft kann dazugehören. Gibt es hier noch den Bereich sonstige Fernlehrgänge, ohne dass das näher spezifiziert ist oder halt auch was nicht zulassungspflichtig ist, sind Angebote, die ausschließlich für den internationalen Markt bestimmt sind, spielen ja auch nur eine zu vernachlässigende Rolle. Ja, auch hier bei den Teilnehmern wird wieder deutlich, dass der ganz überwiegende Teil in zulassungspflichtigen Fernlehrgängen teilnimmt, der andere Bereich, Hobbykurse etc., sind da nach dieser Auswertung zu vernachlässigen. Dann hier nochmal eine Verteilung der Teilnehmenden auf die verschiedenen Bereiche, hier nach einer Geschlechtsunterscheidung auch, wo man schauen kann, wo halt hauptsächlich Frauen eingeschrieben sind, wo der Frauenanteil sehr groß ist, wo er niedriger ist etc. Hier das Ganze nochmal nach Alter unterschieden, auch einmal nach Anzahl und hier nach Prozent, wo man dann schon sieht, hier so die Masse ist in den Alterskohorten 25 bis 34 Jahre beziehungsweise 35 bis 49 Jahre, was natürlich auch ein sehr weiter Spektrum hier ist, was da abgedeckt ist in diesem Bereich. Ja, dann geht es jetzt um den Bereich Distance Education. Also hier wird gemeint ja der akademische Bereich, während wir gerade im nicht-akademischen Bereich waren. Dann geht es hier jeweils von den beteiligten Anbietern um eine Unterscheidung zunächst mal nach Universitäten und Fachhochschulen einerseits, andererseits die Unterscheidung nach staatlichen Anbietern, privaten Anbietern und, wobei das nur ein Anbieter ist, kirchlichen Anbietern. Also hier rein von der Anzahl her überwiegend staatliche Anbieter. Das Ganze wird gleich nochmal weiter aufgesplittet hier nach den verschiedenen Bundesländern, wo man das auch nochmal sehen kann. Ja. Und je nach weiteren Angeboten. Dann geht es hier um die didaktischen Varianten. Das finde ich sehr interessant, gerade so zur Frage, wie entwickelt sich das Online-Studium. Und da sieht man nochmal, der überwiegende Teil, knapp 80%, bietet
Fernstudium an, das klassische Fernstudium mit dem Präsenzanteil unter 50%. Immerhin 40% bieten, in Klammern auch, Blended Learning Angebote an, weil ja durchaus manche Anbieter beides anbieten, deswegen insgesamt hier auch mehr als 100%. Ja, und immerhin 25% knapp, also 24,5% bieten ein reines Online-Lernen bestimmt bereits an, also komplett ohne Präsenzveranstaltung. Dann wird hier darauf eingegangen, wie lange bereits akademische Fernstudiengänge angeboten werden, Kooperationen, wie das da Ganze da geplant ist, und hier zum Bereich Kooperation ein Überblick über die Kooperationspartner, mit wem da zusammengearbeitet wird. Zum Beispiel hier auch mit Verbänden, mit Kammern oder halt auch mit nicht akademischer Erwachsenenbildung. Hier auch nochmal weiter aufgesplittet. Ja, dann geht es hier als nächstes darum, inwiefern im Rahmen von Kooperationen auch Lernergebnisse anerkannt werden. Auch da wieder so die Frage zum Beispiel, wenn das Gleichwertigkeiten bestehen über den deutschen Qualifikationsrahmen etc., was da vorhanden ist. Auch interessant die Frage, ob eine Auswertung des Bereichs akademischen Fernstudium geplant ist bei den Hochschulen. Hier planen doch einige das Ganze auszuweiten. Jetzt in der aktuellen Befragung niemand, der das Ganze nicht plant, einige halt, die es noch nicht wissen. Ja, was ich auch interessant fand hier ist, wenn ein Ausbau geplant ist, welche didaktischen Formate da vorgesehen sind. Und das geht doch eigentlich in eine starke Richtung, so wie es eigentlich schon ist. Also bisher hier noch keine Verschiebung zu erkennen, dass man sagen könnte, in Zukunft soll das Ganze mehr in Richtung reines Online-Studium zum Beispiel gehen, wenn ein Ausbau geplant ist. Ja, hier dann eine Verteilung nach den einzelnen Fächergruppen, was die Studiengänge als auch Zertifikatsangebote angeht. Da sieht man, dass hier auch wieder die Wirtschaftswissenschaften eine große spielen, wie bei den nicht-akademischen Angeboten auch. Und ein weiterer großer Bereich sind die Ingenieurwissenschaften, wo hier auch die Informatik mit zugezählt wird. So, das Ganze hier nochmal nach verschiedenen Bereichen. Gehe ich jetzt nicht nochmal in das Querformat. Und hier geht es um die DQR-Stufenzuordnung bei Zertifikatsangeboten, die da vorgenommen wird, auch nochmal wieder parallel zu den weiterbildenden Fernlehrgängen. Könnt ihr ja bei Interesse auch gerne selbst mal in die Auswertung dann reinschauen. Ja, dann geht es hier um den Anteil der immatrikulierten Fernstudenten, also Teilnehmenden. Ich teile nochmal nach Hochschultypen. Es geht hier um neue Immatrikulationen, auch wieder hier nochmal verteilt auf die verschiedenen Bildungsformate und da auch noch ganz klar dominierend hier der Bereich des klassischen Fernstudiums, gerade jetzt, was hier die Studierenden auch angeht. So, dann gibt es hier noch eine Auswertung, was jetzt ja soziodemografische Merkmale angeht. So, und zwar geht es hier darum, unter anderem, wie die Hochschulzugangsberechtigung erfolgt. Von den befragten Anbietern, Hochschulen, haben 17,5% angegeben, dass eine schulische Qualifikation besteht, also die allgemeine oder fachbezogene Hochschulreife, Abitur zum Beispiel. Eine nicht schulische Zugangsberechtigung bei 4,6%, also zum Beispiel für beruflich Qualifizierte, die über Weiterbildung oder ihren Abschluss dort da reingekommen sind oder auch eine Hochschulzugangsprüfung. Und 3%, die dadurch qualifiziert sind, dass sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben, also zum Beispiel den Bachelor bereits gemacht haben, was dann automatisch die Qualifikation für passende Master ist. Dazu hatte ich nachgefragt bei Frau Vogelin vom Bundesinstitut für Berufsbildung, dass dies ja insgesamt deutlich weniger sind als 100%, nur in Summe so um die 25%. Das liegt daran, dass hier ein großer Anteil keine Auskünfte zu geben konnte oder geben wollte der Hochschulen, sodass man das natürlich auch ein bisschen insgesamt mit Vorsicht zu genießen ist, aber von dem die Ausnahme natürlich der größere Teil immer noch über die schulische Qualifikation. Das Ganze auf die Neueinschreibung und nochmal insgesamt bezogen. Hier unten eine Altersaufteilung, auch hier wieder die größten Anteile wie im nicht-akademischen Bereich auch von 25 bis 49 Jahren. Ja, das war es dann auch im Wesentlichen. Hier sind wir schon bei den Informationen im Anhang quasi. Hier werden einige Literaturempfehlungen gegeben, wo die Fernunterrichtsstatistiken der Vorjahre zum Beispiel zu finden sind und auch
aktuelle Veröffentlichungen, wie hier einmal zur Geschichte des Fernunterrichts. Das steht noch auf meiner Leseliste, werde ich demnächst mal vorstellen bei fernstudieninfos.de und aktuell bin ich dabei, hier dieses Buch durchzuarbeiten zum Thema Online Distance Education, also Entwicklungslinien und Trends des Fernstudiums. Bin ich, wie gesagt, dran, wird demnächst irgendwann bei fernstudieninfos.de erscheinen, die Rezension. Ja, dann gibt es hier am Ende noch die Zusammenfassung und das war's dann auch. Wie gesagt, das Ganze war jetzt nur ein Schnelldurchlauf, ist trotzdem schon recht umfangreich geworden. Wer da im Detail weiter einsteigen möchte, dem empfehle ich, diese Studie sich selbst runterzuladen. Und wenn euch dabei was auffällt, dann freue ich mich, wenn ihr das in den Kommentaren mit mir teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch jetzt kostenlos meinen Kanal mit weiteren News, Interviews sowie Fragen und Antworten rund um das Thema Fernstudium. Oder schaue bei fernstudieminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.